Servus Clubfans, am Samstag steht die nächste Partie in der zweiten Liga an, dann geht's zu Hause im Max-Morlock-Stadion gegen den ersten FC Heidenheim und wir haben für euch heute in der Vorschau wieder das Wichtigste zusammengefasst. Und ganz wichtig ist natürlich die Pressekonferenz, die hat im Vorfeld bereits stattgefunden und unser Trainer Robert Klaus äußert sich zu den Heidenheimern, erwartet am Samstag eine sehr schwierige Partie. Sie haben einfach in der Offensive sind sie sehr gut besetzt, die sind immer gefährlich, sowohl im Tempo, in die Tiefe, aber auch nach Flanken. Das zeichnet die Stürmer aus, die sie auf dem Platz haben, dass die sowohl tief gehen können, aber auch Abnehmer sind mit ihrer Robustheit für Flanken und die Bälle vorher sichern können. Das ist einfach ein guter Mix, den sie da vorne drin haben. Das müssen wir verteidigen. Das heißt für uns, sie weit davon wegzuhalten, dass sie ihre Offensivspieler in Ballbesitz bekommen. Ich glaube, dann haben wir ganz gute Chancen, wenn wir das hinbekommen. Wir sollten uns nicht zu sehr hinten reindrücken lassen, weil sie dann eine große Kraft und Wucht entwickeln können. Das heißt, dass wir da einfach immer aktiv sein müssen, um dann genau das zu nutzen, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir auch Bälle erobern können. Und natürlich haben wir auch bei den Gästen in die Pressekonferenz ein wenig reingehört. Trainer Frank Schmidt erwartet vor allem aufgrund unserer sehr, sehr starken Defensive, unserer kompakten Defensive eine schwierige Partie und ist gespannt, wie sich seine Mannschaft gegen uns schlägt. Also ich glaube, wenn man so erfolgreich ist, dann kann man zufrieden sein in Nürnberg. Sie haben noch kein Spiel verloren. Zu Hause mit einem Torverhältnis von 5 geschossenen Toren und einem Gegentor haben sie, glaube ich, 3 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Sie verteidigen gut, so wie wir bis zum 8. Spieltag auch. Und das ist das, was ich immer gesagt habe, wenn du gut verteidigst, dann reicht dir ein oder zwei Tore zu punkten. Einen Punkt zu holen oder die Spiele zu gewinnen. Deswegen ist es für uns natürlich wichtig, wir müssen gar nicht so viel ändern. Wir müssen da anknüpfen, wo wir angefangen haben in den letzten Spielen, wo wir uns viele Torchancen erspielt haben. Genau diese kompakte Defensive soll natürlich auch wieder am Samstag stehen. Im Idealfall mit dem nächsten 0-0-Spiel und einer, der einen maßgeblichen Anteil daran hat, ist Christopher Schindler, der sich auch zum nächsten Gegner geäußert hat. Ja, ich glaube, dass Heidenheim so über die letzten Jahre hinweg eigentlich immer eine konstante Entwicklung gemacht hat. Zu den Spitzenmannschaften gehört mittlerweile in der zweiten Liga für mich und ja auch für Kontinuität steht. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass sie sehr aggressiv gegen den Ball spielen, sehr mannorientiert. Und ja, es wird wieder eine Herausforderung für uns alle werden. Die Bilanz beider Teams ist aktuell sehr ausgeglichen. In den bisherigen 12 Partien gab es 5 Siege für unseren Club, 4 Heidenheimer Siege und 3 Unentschieden. Das Ganze bei einem Torverhältnis von 20:19 Toren. Ihr merkt, da nehmen sich beide Mannschaften momentan also nicht viel. Aber im letzten Aufeinandertreffen, in der letzten Saison zu Hause, da gab es einen 3:1-Sieg für unseren Club. Und da gucken wir uns jetzt nochmal die Highlights an. Vielleicht gibt es dann am Samstag direkt den nächsten Heimsieg im Max-Morlock-Stadion. Vielleicht auch mit euch im Stadion. Knapp 23.000 Tickets sind ja bislang verkauft worden. Ein paar Resttickets sind noch verfügbar. Heißt, wenn ihr auch kommen wollt, bisher noch kein Ticket habt, dann schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Da packen wir euch den Link zum Ticketshop rein. Für alle anderen, die vielleicht verhindert sind, die nicht ins Stadion kommen können, schaut gerne in der Spieltags-App vorbei. Dort gibt es ein kleines Video von Pascal Köpke. Dem haben wir nämlich ein paar Fragen gestellt, die ihr via Instagram einsenden konntet. Und da war die ein oder andere interessante Antwort dabei. Und dann noch eine Frage, die so ein bisschen ums Innenleben in der Mannschaft geht vielleicht. Und zwar, wer von den Jungs hatte den besten Style? Und die Frage gleich im Anschluss, wer braucht vielleicht auch am längsten vorm Spiegel in der Kabine?
Vom Spiel, ja, ich war lange jetzt nicht dabei. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, wer lange braucht. Vom Style haben wir schon ein paar gute dabei, die sich gut anziehen. Thailand zurzeit haut schon gute Styles raus, also ja. Damit sind wir schon wieder am Ende des kleinen Vorberichts angekommen. Wir hoffen natürlich am Samstag die ungeschlagene Serie des Club weiter ausbauen zu können, eventuell auch den nächsten Heimsieg eintüten zu können und vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch dann auch im Stadion. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, macht's gut und wir sehen uns am Samstag dann hoffentlich mit dem nächsten Heimsieg.